Ja, es ist schon klasse, wieder live dabei zu sein, meine Damen und Herren. Verehrter Herr Staatssekretär Rolf Bösinger, lieber Ehrenpräsident Dr. John von Freyend, meine Damen und Herren, wir kommen, schon deutlich geworden, in schwierigen Zeiten zusammen. Keine Frage. Nie gab es eine Ballung von drei Krisen. Wir haben immer noch die Ausläufer der Pandemie. Wir haben die Ukraine-Krise mit ihren wahnsinnigen Wirkungen auf Energiefragen, auf Konjunktur, auf Zinsen. Und wir haben eine Klimakrise mit ganz großen Herausforderungen für uns selber auch. Hätte man uns jetzt so vor anderthalb Jahren gesagt, was für Debatten wir hier heute im Frühjahr 2023 führen würden, man hätte uns wahrscheinlich an unserem politischen Verstand gezweifelt, wenn wir die Themen benannt hätten. Und die Entwicklung auf diesem Feld ist auch ein ganzes Stück weit für die Lage symptomatisch. Und das Entscheidende ist, bisherige Gewissheiten, meine Damen und Herren, sind dahin. Und unsere Branche, die Immobilienwirtschaft, die mehr als 19% der Bruttowertschöpfung hebt, 10% der Arbeitnehmer, für die wir natürlich auch in schwierigen Zeiten eine besondere Verantwortung haben, aber diese Branche trifft es hart, keine Frage. Doch, und das ist auch schon deutlich geworden, es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln und wieder aus dem Tief nach oben kommen. Viele, vielleicht auch gute Unternehmen, ich hoffe es nicht, aber es kann sein, werden auf der Strecke bleiben, ja noch auf der Strecke bleiben. Das ist bitter. Und andere können dann aber auch hoffen, dass der Aufschwung sie dann umso kräftiger wieder nach oben hebt. Krisen, und das ist vielleicht im Grunde eine Binsenweisheit, die ich jetzt sagen werde, Krisen, meine Damen und Herren, bieten auch Chancen. Unsere Chance ist, auf allen politischen und ministeriellen Ebenen jetzt kräftig gehört zu werden mit der Botschaft, meine Damen und Herren. Es muss Schluss sein mit überbordender Regulierung und es muss Schluss sein mit dem hohen Staatsanteil an unseren Produkten. Man darf die Kuh nicht schlachten, die man melken will, meine Damen und Herren. Das Motto des Tages der Immobilienwirtschaft, Aufbruch im Umbruch, wir verstehen das als Aufgabe und zwar nicht nur für diesen Tag heute, sondern für alle 364 Folgetage, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Lösungen, denn wir wollen hier rauskommen, über Lösungen für die Immobilienkrise, sei es bei Gewerbeimmobilien oder sei es beim Wohnen. Wir sprechen über die finanziellen Rahmenbedingungen, ihre Verbesserung. Wir sprechen über intelligente technische Lösungen und natürlich auch unsere Verantwortung und unser Engagement für den Klimaschutz. Bewusst bewegen wir heute mit der globalen Sicht und fühlen uns sehr geehrt, lieber Christian, dass unser ehemaliger CIA-Vizepräsident und heute CEO und Präsident eines internationalen Weltkonzern zu uns spricht. Und wir erwarten, meine Damen und Herren, wieder Ministerbesuch. Und ganz am Ende schließen wir ab mit den Haudegen von Firmeninhabern der Branche, die uns ihre Ratschläge und ihre Lebensweisheit mitgeben werden. Sie haben schon gehört, über 2500 Managerinnen und Entscheider der Branche haben wir zusammen getrommelt. Merkte man auch schon an den Schlangen draußen. Und wir sind seit Wochen ausverkauft. Also beim nächsten Mal muss der Raum noch größer werden. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, der ZIA, mit seinen inzwischen 33 Verbänden und direkten Mitgliedern, er spricht für 37.000 Unternehmen, meine Damen und Herren, und er hat eine starke Stimme und die werden Sie heute an vielen Stellen hören. Auf geht's, ich freue mich drauf.